Die Lobby der Lebensmittelwirtschaft und Lebensmittelindustrie ist in Brüssel sehr gut organisiert. Es gibt europäische Verbände, es gibt aber auch die nationalen Verbände und größere Unternehmen unterhalten ihre eigenen Lobbybüros in Brüssel. Dagegen kommen Verbraucherorganisationen wie Foodwatch oder auch wie die Verbraucherzentralen, die sich europaweit organisiert haben, bislang offensichtlich nicht an. Hier werden die wichtigsten Gesetze für die europäischen Verbraucher gemacht. In Brüssel. Der Europarat, gegenüber die Kommission, um die Ecke das Parlament. Die Lebensmittelindustrie scheut keine Kosten, um hier die Gesetzgebung zu beeinflussen. Das kennt dieser Mann von einer Lobby-Kontrollorganisation. Martin Pidgeon führt uns durch das Netz der Lebensmittellobbyisten. Besonders einflussreich der Dachverband Food Drink Europe. Solche Lobbyorganisationen sind hier, um die Gesetze in dem Sinne zu beeinflussen, wie es sich die Industrie wünscht. Fooddrink Europe hat zuletzt eine ganz wichtige Lobbyschlacht gewonnen und die Art der Lebensmittelkennzeichnung stark beeinflusst. Über 1 Milliarde soll das gekostet haben. Ganz in der Nähe das Europäische Informationszentrum für Lebensmittel. Klingt neutral, aber die meisten Mitglieder stammen aus der Industrie. Und so betrachten und lösen sie die Probleme auch immer aus der Sicht der Industrie. Das Parlament in Brüssel ist geradezu umzingelt von Lobbyverbänden. Sie tragen die unterschiedlichsten Namen. Doch hinter ihnen stehen immer wieder dieselben Konzerne. Sie haben ein dichtes Lobbyistennetz gespannt. Auch die Konzerne selbst haben eigene Lobbybüros in Brüssel. Etwa Coca-Cola, Kraft Foods, McDonald's und Nestlé. Und die Verbraucher? Die vertritt in Brüssel eine Verbraucherschutzorganisation, die BEUC. Deren Abteilung Lebensmittel besteht momentan aus 3 Mitarbeiterinnen und einer Sekretärin. Hier in Brüssel Sind die Verbrauchervertreter in der Minderheit. Wenn ein Gesetzesvorhaben ansteht und wir in der Kommission oder im Parlament die Verbraucherinteressen vertreten, dann, so schätzen wir, kommen auf einen Verbraucherschützer etwa 100 Lobbyvertreter der Industrie. Da können wir personell niemals mithalten. Wie die Lebensmittellobby arbeitet, weiß PR-Experte Jupp van't Veld. Seit 5 Jahren ist er in Brüssel. Auch als Lobbyist für die Industrie. Seine Erfahrung, der Gesetzgeber, die Abgeordneten, lassen sich gerne beraten. Wenn man ein Gesetz ändern will, dann fragt uns der Abgeordnete, wie genau sollen wir das machen? Und da kommen wir mit einem detaillierten Gesetzentwurf. Dann kann es vorkommen, dass ein Abgeordneter unseren Entwurf kopiert und als seinen ausgibt. Andersherum funktioniert das auch. Der Abgeordnete will einen Gesetzentwurf schreiben und fragt uns nach unserer Meinung, ob das so funktioniert, wie er sich das vorstellt. Die Hälfte der Gesetzentwürfe, die Abgeordnete im Parlament einbringen, kommt von der Industrie. Sie wurden entweder kopiert oder sind inspiriert von der Industrie. Und die wahrt ihre Interessen und Profite sehr erfolgreich. Beispiel: Statt der einfachen Ampellösung wie in England setzte die Lobby eine komplizierte Kennzeichnung durch. Die überforderte selbst Europaparlamentarier. Wie viel Zucker ist da drin? Könnten Sie mal nachschauen? In this one. Yeah. Hier drin? I need my glasses. Ich brauche meine Brille. Is it really 12% of the... Sind das wirklich 12% von, heißt das 12% von 10,7 Gramm oder was? If it's 12%, wenn das 12% sind, I'm not an expert. Ich bin kein Experte, ich weiß nicht. I don't know. Und trotzdem stimmten die Abgeordneten für die komplizierte Variante, ganz im Sinne der Lebensmittelindustrie. Sie wollte nicht, dass die Verbraucher im Supermarkt direkt auf einen Blick erkennen können, wie viel Zucker, wie viel Fett, wie viel Salz ist in einem Lebensmittel. Und sie wollten erst recht nicht, dass man verschiedene Angebote direkt und objektiv miteinander vergleichen kann. Das Interesse der Lebensmittelwirtschaft war es nicht, ein solches Instrument wie die Ampel zu haben. Und deswegen gibt es dieses Instrument auch nicht. Die setzen sich durch.
In Berlin werden Gesetze gemacht. Das zieht Konzernrepräsentanzen, Verbände, politische Vertretungen, Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen, politische Initiativen magisch an. Denn sie alle wollen nah dran sein, am Ort der Entscheidungen, dem Deutschen Bundestag. Doch die gewählten Bundestagsabgeordneten sind keine Experten und auf das Fachwissen der Interessenvertreter angewiesen. Lobbyisten fungieren als Berater. Heute arbeiten rund 5000 Lobbyisten in der deutschen Hauptstadt. Mit einem Hausausweis für den Bundestag ausgestattet, haben sie uneingeschränkten Zugang zu den politischen Entscheidungsträgern. Auf der offiziellen Lobbyliste des Bundestags sind mehr als 2000 Vereine und Verbände registriert. Sie alle beliefern die Abgeordneten mit Informationen und Wünschen. Dabei gehen den Lobbyisten Public Affairs Agenturen, Anwaltskanzleien und Denkfabriken in großem Stil zur Hand. Aber Lobbyisten sind nicht nur Berater. Sie wollen für sich und ihre Interessensgruppen Vorteile schaffen. Im besten Fall Einfluss auf Gesetze ausüben. 2004 entwickelt die Rot-Grün-Regierung ein Personalaustauschprogramm, den Seitenwechsel. Mitarbeiter aus den Bundesministerien und aus der freien Wirtschaft wechseln als Leiharbeiter zeitweise ihre Arbeitstische. Sie sollen die Prozesse und Strukturen der Gegenseite kennenlernen. Reiner Erfahrungsaustausch, hieß es. Doch im gleichen Jahr decken Journalisten auf, dass eine Juristin eines Investmentverbandes im Finanzministerium saß und ein Gesetz mitformulierte, das Hedgefonds, bis dato auf dem deutschen Markt verboten, legalisierte. Im Verkehrsministerium war ein Mitarbeiter von Daimler Chrysler zu einem Zeitpunkt tätig, als an der Umsetzung der Lkw-Maut gearbeitet wurde. Er kopierte interne Unterlagen und nahm wichtige Papiere mit. Daimler Chrysler gehörte damals zu einem Bewerberkonsortium. Genau dieses Unternehmen bekam den Auftrag. Nicht nur in diesen beiden Fällen setzten Lobbyisten ihre Eigeninteressen erfolgreich durch. Überhaupt sind Verbindungen zwischen Wirtschaft und Politik enger und undurchschaubarer geworden. Ehemalige Lobbyisten großer Konzerne sitzen heute in den Ministerien und Spitzenpolitiker übernehmen unmittelbar nach der politischen Karriere lukrative Aufsichtsrats- oder Vorstandsposten. Roland Koch sucht zurzeit sein Glück in der freien Wirtschaft. Joschka Fischer heuerte als Berater für RWE an, wo Wolfgang Clement im Aufsichtsrat sitzt. Und Gerhard Schröder arbeitet für eine deutsch-russische Pipeline.